willkommen zu einem neuen Video. Ich habe den Nico gerade vorhin noch aufgegabelt. Und wir fahren zur Sterngarage, zum Raphael. Und zwar muss ich mal auf den Hänger gucken. Der 400er, der wird jetzt motorisiert. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich mit dem Raphael gesprochen habe. Eigentlich wollte er mir den Motor bringen. Dann hätten wir das vielleicht bei uns reingemacht gleich alles. Aber er hat jetzt gesagt, nachher fehlt irgendwas oder ist irgendwas, läuft schief. Und dann braucht er Teile. Und bei uns liegen normalerweise eigentlich nicht so viele Teile, wie bei ihm rumliegen. Deswegen war es eigentlich sinnvoller, dass wir das Auto ihm bringen. Und schauen wir uns auch noch den Motor an, bevor er eingepflanzt wird. Wir sind jetzt auch gleich in 10 Minuten da. Guck mal, da steht ein Spender, ein schwarzer. Willst du kaufen? Für unseren. Soll ich ihn mal rausholen? Ja. Also ich meine den Raphael. Besser ist es. So, bei Raphael angekommen. Hallo zusammen. Kennt ihn ja jeder. Ja. Ja, der eine oder andere würde ich sagen. Ja, mindestens alle. Ja, mindestens alle glaube ich nicht. So, wir sind in den 400er jetzt da. Ein paar Sachen sind jetzt noch nicht drin, also Fahrwerk ist nicht drin, also es sind keine Dämpfer verbaut. Okay, es sind nur Federn drin, weil wir die Tiefe ausprobieren wollten, kennst du uns ja. Okay. Ich habe aber vorsichtshalber jetzt mal ein KW-Gewindefahrwerk hinten drin. Aber du weißt schon, wenn wir den Motor reinmachen, dass er dann... Ja, ja, gut, deswegen habe ich ein Fahrwerk mitgebracht. Eigentlich, weil ich rede vom Motor einmal. Ja, ja, aber Samstag hast du mir angerufen und sagst, du hast keinen Auspuff. Also, wie kannst du einen Auspuff verlieren? Ich weiß nicht, wir finden ihn nicht mehr. Der Auspuff ist jetzt nicht gerade so. Oder? Ja, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht. Also Endtopf habe ich da. Ah. Endtopf ist da. Und der jetzt vom Auspuff. Also Auto, der Bus ist voll. Bus ist, was ist mit Blinker? Keine. Ich habe Blinker bei mir. Also bei dir? Ja, ja. Aber es sieht schon geil aus. Ne? Das gefällt mir so richtig geil, dass die Tür mit in die Breite geht. Ja? Das finde ich so geil. Das ist ein richtig schöner. Das ist eine Einstellungssache. Das ist ein Prototyp. Die gibt es ja nicht mehr. Ja. Nicht lieferbar. Hat uns der Göckel gemacht. Gut, Kotflügel, das sind Prototypen. Echt? Die hat uns auch der Göckel gemacht. Sieht auch gut aus, ne? Naja, aber sieht schon richtig. Und Stoßstange ist auch. Das sind auch Göckelteile, wo er breiter gemacht hat. Vorne auch. Weil die Nachbaudinger sind die schmalen bei ihm. Aber der ist vorne immer noch ein bisschen breiter. Ne? Nein. Nein? Das sind original Kotflügel vorne. Ist ja echt? Ist ja hinten? Scheiße. Denkt jeder. Ich dachte es auch immer, dass er vorne breiter ist. Aber es sind exakt die originalen. Heckscheibe ist ja auch noch kaputt. Die ist eigentlich schon neu. Derjenige, der die Scheibe bei uns reingemacht hat, die haben wir ja nach dem Entrosten, war die kaputt. Ja. Und dann haben wir eine neue reingemacht, der hat alles hingemacht und zwei Tage später sehe ich auf einmal einen Riss, der kommt jetzt nochmal, macht eine neue. Ist mir aber auch schon passiert. Dann habe ich auch 126er Heckscheibe reingemacht. Zwei Wochen später hebe ich die mit der Bühne an, bupp, Scheibe im Arsch. Warum? Unter Spannung? Warum verspannt noch? Da muss mehr Silikon mit rein, mehr Flutschi so, dass sie sich setzen kann. Da ist mir auch wirklich passiert. Ich denke, das gibt's. Warum denke ich nur immer nur an so Scheiße, wenn du das so erzählst? Ja, weil du so Fantasie. Das sind jetzt deine Räder, ne? Ja. Sind die aus dem Vollen gefräst? Die Sterne, ja. Geil. Sieht richtig gut aus, ey. Viel Tiefbett, ne? Jo. So. Und das sind jetzt, was fährst du auf deiner Hinterachse? Auf deinem Silbernen? 11x17. ET? Serien-ET, was haben die? 16? 16, ET 16. Das sind original, sind doch keine Elfer. Ne, original sind 10. Ja. Ja, du hast einen Zoll. Ich habe nur die Schüssel ein bisschen weiter gemacht. Das sind nämlich 11x19 ET 20 und können noch Spurplatten. Wir können noch Spurplatten, willst du mich verarschen? Ja doch, guck mal, wenn der jetzt hier runter geht, guck mal, wie viel Platz da noch ist. Ja, 2,65 hast du drauf. Mhm. Aber wieder kein Reifen, guck mal. Ja, ich weiß, das ist aber... Ja, das ist dein Style, was soll ich sagen. Der Jugend gefällt das heutzutage. Da drüben habe ich 20 Zoll drauf, die anderen Felgen. Okay, auf welchen? Auf dem. Auf der anderen Seite. Wir haben so mitgenommen, wie er bei uns rumstand. Ach so. Das sind die moderneren. Okay. Also, ich glaube, fahren werde ich mit dem Auto nicht können. Nee. Fahren werde ich nicht können. Motor rein, laufen lassen. Genau, laufen lassen und den Rest machen wir eigentlich bei uns dann. Okay, fahren wird nichts. Weil Fahrwerk, bis wir jetzt das KW-Gewindefahrwerk. Kommt mal rüber. Jetzt schau dir mal 20 Zoll Felge und schau mal die Bremse an. Ja. Wie wirst du denn mit der Bremse zuerst machen, bevor du so Riesenräder machst? Was gibt es denn da Optionen bei dem?
Ja, gibt's ein paar. So wie beim 190er gemacht hast. Das ist am einfachsten. Von neueren Fahrzeugen? Ja. Kannst du schon was machen. Du hast ja Platz ohne Ende für sie. Ja, ja, vom Platz her. Du kannst ja auch sogar eine 6-Kolben. Ohne Adapter. Oder musst du einen Adapter holen? Nein, bei der 345er brauchst du keinen Adapter. Von welchem Auto? Von dem C32, was warte, so C55. Also wir schlägern jetzt nicht, also. Nee, ist aber auch warm in der Sonne. Ja, da muss man uns auch was überlegen. Muss aber auch nochmal. Ja, ja, muss ich alles noch einstellen hier. Wir haben vom Lackierer zurückgekriegt und grob nur zusammengeschraubt. Der war ja noch bei Göckel und dann stand er bei uns ewig rum. Wie ist die Folie zerfetzt hat da oben. Sitze habe ich neu lackieren lassen. Das sieht auch gut aus, ne? Mhm. Nur Lack. Sieht schön aus, ja. Mittelkonsole schwarz gemacht und Lenkrad. Ist das auch lackiert? Oder? Ja, ist lackiert. Ja, ist halt, ich sag mal, so ein richtiger E500-Fahrer, der möchte echtes Holz heute. Ist kein 500er. Ja, weiß. Ist ein Blender. So, laden wir den ab? Jo, laden wir ab. Sind es alles Kundenfahrzeuge? Ja, sind alles Kundenautos. Bis auf der rote 190er. Oh, stimmt, den das muss man auch mal nachher angucken. Ja. Der ist ja unser Gegner, ne? Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir sind ja, bereit. Ich bin bald fit. Bist bald fit? Ja, ja, dann jetzt wird ein Krümmer gemacht. Ha. Und dann fahrbereit. Ja, dann musst du sagen, wo wir uns treffen. Egal wo. Hast du TÜV? Na klar. Nicht, oder was? Noch nicht, ne? Ja, hier fehlen noch die Nebelscheinwerfer, ne? Ja. Das sind die teuren. Ja. Die kosten Schweinegeld, die vom 202 HWA. 300 Euro wenn Stück. Du willst, ich verkaufe den 202 mit einem G-Paket, dann hast du einen Nebelscheinwerfer. Hast du einen? Ja, ich habe einen. Zum Schlachten oder was? Ja. Was sagst du was nicht? Da vorne. Der schwarze? Ja, der. Fahren wir noch mit dem Hänger wieder heim. Das ist Motorblatt? Nein, läuft. Das ist ein 1,8er. Ach, ist ein Blender. Ja, aber ein G-Paket ist original. Die Karosse ist auch nicht schlecht. Ein bisschen, also nein, für deine Verhältnisse hatte ich keinen Rost. Was der einen Rost hatte, hatte. Den müsste man speziell rausmachen. Wenn man so tiefe Autos fährt. Der ist noch nicht tief. Wenn ich schon sehe, wie der. Wie empfindlich das ist. Was denn? Achso, ja, ich baue mir gerade, ich habe ihn gerade erzählt, ich baue mir einen 500e Kombi. Und da habe ich überlegt, ob ich den auch schwarz machen soll, weil momentan so alles schwarz machen. Aber außer mit breite Backen? Ja, ja, ich habe ja da zum Schlachten und aus 2. Wie, 500er hast du zum Schlachten? Nein, Kombi, wo schon 500 Paket drauf ist. Ach so, okay. Weißt du doch, ich habe so einen Rosting gekauft. Ja, ja, ja. Ich habe so, habt ihr mal ein Video bei mir gesehen, richtig Rosting. Jetzt habe ich eine zweite Karosse geholt, ist vom Sandstrahlen fertig, jetzt ist sie beim Schweißer. Okay. Und dann kommt M119 rein mit 500e, aber ich mache selber, mache ihn schwarz. Ach, ich wollte zuerst schwarz, aber guck mal, wie empfindlich das ist. Nein, nein, das ist, liegt ja nur Autobahn jetzt hier. Ja, und das aber wenn du Kuvertur anpackst, gehst du mit Tuch drüber, hast Kratzer drin, alles. Ja. Oh, scheiße. Siehst du? Das war zu warm. Nicht abreißen, nicht abreißen, das ist Hubwinkel. Der andere ist schon kaputt. Echt? Ach du Scheiße. Ja, da muss man gucken. Weißt du, was die kosten? Was? Ja, pro Seite. Die Winkel hier? Ja. Das Winkel. Ding hier? Ja. Hör auf jetzt. 170 Euro. Winkel pro Seite netto. Ist doch nicht noch einen da. Nee, bestimmt. Vor allem die machst du nicht gebraucht rein, die sind so empfindlich, da musst du neue reinmachen. Ich schweiß das Dach wieder zu hier. Komm, lass uns hier rüber schieben. Der 230 Kompressor. Umgebaut? Nein, war original 230 Kompressor mit AMG-Paket ab Werk. Achso, der hat AMG-Paket ab Werk? Genau. Und der ist eigentlich der 36, wo die Scheinwerfer brauchst, siehst du? Nebelscheinwerfer. Und der hat was für ein Motor? Achter. Oh, der hat auch Leder. Jo. Was kostet so ein Ding noch? 1,4, kannst mitnehmen, kannst aufladen. 1,4? Ja, fährt sogar drauf, wenn du willst. Du kannst mir höchstens vielleicht die Rücksitzbank zurückverkaufen. Ich brauche nur die Rücksitzbank. Ich gebe dir eine andere. Okay, ich brauche eine Lederrücksitzbank, das war's. Ich habe den Blinker geklaut, weil ich den verloren habe. Das ist alles. Schlüssel, starten, drauf. Rost? Ein bisschen. Also wirklich ein bisschen. Aber das Original. Wäre halt gut für unseren Grünen, weil da brauchen wir auch viele Teile, ne? Da war ja die Überlegung. Und das AMG-Paket, ne? Ja, wir wollten ja DTM-Umbau machen, den Grünen. Du kriegst aber nichts. Du kriegst den bei Bangladesch,
kriegst du was. Mhm. Für 5000 Euro, wobei da nicht weiß, was es ist, was kommt. Ne? Ja, aber 202 gibt es keine schönen Tipps. Ja, habe ich jetzt auch geguckt. AMG ist eigentlich am besten. Aber ich habe heute keinen Bock mehr, mit dem Hänger zurückzufahren. Kannst du auch bis nächstes Mal belegen? Nee, ich sag dir schon mal zu. Ja, okay. Wenn du ja zu mir kommst, kannst du ihn ja bringen. Ah! Oder ich habe die. Nee. Ja, wir gucken mal, wie wir es machen. Jetzt zeigen wir mal deinen 190er, unser ja, Gegner. Was ist denn das jetzt für ein Kit, was der jetzt hat? Der fährt dich im Grund und Boden. Ja, ja. Gegner, sagt er. Was für ein Kit meinst du denn? Der außenrum jetzt hier. Ist das ist 16V mit Evo 1 Paket. Aber das kennst du ja. Ist ja zu soft für dich. Du brauchst ja, das ist mir zu wenig. Das muss man dir halt schon lassen, ne? Wenn du. Ha? Was soll der in Leistung haben jetzt? Jetzt liegt irgendwo zwischen 400 und 500. Quatsch! Doch. Also über 400 definitiv, wie viel kann ich nicht sagen. Mit dem 2-3 Liter ja, Block. Das ist ja komplett verändert. Also wir haben jetzt bei 7000 Umdrehungen haben wir knapp 1,5 Bar gehabt. Und wir wollen ihn ja bis 8 drehen, knapp über 8. Aber die Düsen sind zu klein. Er läuft schon gut. Der braucht Drehzahlen, ist wie so ein Moped. Also untenrum nichts. Ja, wir kriegen maximal 400 raus bei uns. Es hat ja nichts zu bedeuten, du hast ja Drehmoment, aber... Ja, aber 400 bis 500 aber du fährst ja 20 Zoll, da klaut dir ja schon mindestens 50 PS. Ja, aber eine Optik gewinne ich wieder, ne? Ah, wenn er gewaschen ist... Guck dir mal den Radlauf hier an, guck mal. Wenn der gewaschen ist, können wir drüber streiten. Ja, das ist Performance. Da fährt um die Kurven, verstehst du auch. Geht nicht tiefer, schleif. Wir haben schon ein bisschen tiefer gemacht, dann angefangen, aber nur ganz wenig, aber... Du weißt selber, dann sitzt das Fahrwerk auf und so. Also hier, die Technik sieht schon mega aus. Das muss man dir lassen. Das Auto ist zum Fahren gemacht. Pleuel, alles gemacht. Pleuel, Kolben, Ventilfedern, Verdichtung ist auf 8. Und ist der einfachere Umbau, ne? Tja, brauchst du rein, raus. Soll ich dir mal im Detail zeigen? Wie im Detail? AMK. Kannst du noch AMK, Motor AMK machen. Hast du den Bereich wirklich kühl, weil du den Luftfilter da hinten hast? Ja, dahinter kommt keine warme Luft, weil da ist auch der Gebläsemotor. Er zieht unterm Gitter alles, zieht dann die Luft rein. Also das funktioniert, das ist alles eiskalt. Okay. Auch so, Ladeluftkühlung, alles funktioniert wirklich gut. Also, Temperatur. Ist aber jetzt außer dem Block, Rest ist ja alles zu 80% Einzelanfertigung. Ja. Jetzt sogar der Wasserkühler. Ja. Ladeluftkühler, alles, die Rohre. Alles komplett saugrollig. Ist halt schon geil kompakt hier, ne? Alles. Das ist schon kompakt hier. Das ist das volle. Und unten sind jetzt nochmal zwei Kühler drin. Einmal für den Kompressor und einmal für den Motor. Zusatzkühler? Ja. Und du hast schon angemeldet? Ja. Wir sind am Fahren. So eingetragen. Wir warten nur auf dich. Flugplatz klar machen und dann kommen wir. Nee, es wird blöd. Ich hoffe nicht, dass wir verkacken, weil dann. Du weißt, dass das Ding aber auch laufen muss, ne? Läuft. Also nicht einmal. Ja, ja. Wenn, Beispiel, wir machen jetzt ein Beschleunigungsrennen. Du gewinnst damit. Pass mal auf, bis du deine ganzen Zündschlösser umgedreht hast. bis du erstmal das Ding hochgefahren hast und gestartet hast, dann sind wir schon einmal. Das Problem haben wir auch nicht mehr. Einmal im Kreis gefahren. Bis du dann im einfach Gang eingelegt hast und alles fertig gemacht hast, dann sind wir schon einmal warm gefahren. Nein, ich weiß es nicht. Du kennst das so selber. Er läuft gut. Also ich hoffe, dass bis. Ich habe einen Serienmotor drin. Das ist ja bei mir das Gute. Ich könnte. Du hast ja gesagt, du könntest 20 ja, Runden fahren. Du wolltest ja deutsche Ingenieurskunst fahren. Deswegen wird es vielleicht schwierig. Er sieht geil aus, braucht man nicht drüber reden. Er funktioniert wirklich gut. Er braucht wirklich Drehzahl. Nur oben rum geht wirklich was. Wir brauchen nämlich jetzt von dir ein paar Turbo-Kits. Ja. Und ja, schau mal innen drin. Was für. Wetten wir die, wenn auch in Optik sagen, dass er was kann? Ja, aber ey. Ganz ehrlich, der steht nicht nur im Schauraum. Was willst du da? Fast Bier rumschleppen mit Wir haben dir, noch oder? Keine Sitzbank, die müssen wir noch machen. Sitzbank ist noch nicht fertig. Warum filmst du jetzt nach hinten? Ja, film nach vorne. Aus, film nach vorne, guck mal, vorne sieht top aus. Ja, aber was ist denn das für ein Tacho, was da drin ist? Kombiniert. 126er mit 190er und so. Aber ja, aber wenn der jetzt auf dem Tacho dann zeige 180 zeigt, dann bist du eigentlich bei 130, 140 in echt. Nee, der ist schon richtig kalibriert, aber funktioniert nicht.
Das ist gut. Wir haben gebraucht, einen 26er Tacho gekauft, der war kaputt. Du weißt, wie die sind, die 30 Jahre alten Teile. Ich bring dir demnächst nochmal einen Block. Was? Wofür? Motorblock schicke ich dir demnächst. Wofür? Wir noch eine AMG bekommen, 190er. Ach so. Und wir denken, dass wir müssen das nochmal checken, da sind wir immer noch nicht dran gewesen. Wir müssen den Motor, die Motornummer habe ich nämlich bekommen, ich habe das Datenblatt bekommen. Mhm. Und bei manchem Block steht anscheinend die AMG-Nummer nicht dran. Okay, kann sein, ja. Und dass ich jetzt die Nummer mal vergleiche, ob der Block wenigstens der gleiche ist. Wenn nicht, dann muss er zu dir, das heißt auf AMG dann umbauen. Okay. Das ist machbar. Aber zurück, ne? Zum Thema. Ja. Der steht nicht nur im Showroom wie deiner, der wird gefahren, ja, deswegen sieht doch der mal so ab. Aus. Warte doch mal. Und ab. Der ist höher gedreht, damit man richtig heizen kann. Performance fahren kann. Ja. Du schraubst jedes Mal um vom Fahren. War der die Farbe original? Original war ja die Farbe. Okay. Ursprünglich 2,6er, nein. Nein, 1,8er. Nee, stimmt. 1,8er Rosso. Stimmt. Hier. Den Rosso? Ja, das war ein originaler Rosso. Avantgarde, deswegen das Stoffmuster. Der baut einen Rosso um. Das muss man können. Deswegen ist das Muster ja noch drin. Das ist original. Ja, das muss man können, aber ne, Rosso umbauen. Von den alten, das war erste Hand sogar. Sind jetzt die Kommentare wieder ganz schlecht? Wahrscheinlich. Nein, ja. Die werden auf unserer Seite sein. Die werden, haben wir das Beste draus gemacht. Nee, Respekt. Sieht's hey, lass aus. Offen. Achso. Ich wollte halt meinen, bei dir sieht man sofort, wenn man reinguckt, oh, da ist irgendwas gemacht. Das ist ein Tuning-Fahrzeug. Ah. Nein, jetzt aber, man sieht, dass es kein 1,8er mehr ist, ne? Ja, wenn man so einen Käfig reinmacht. Bei Ihnen mit 20 Zoll und Schwarz-Hochglanz sieht man überhaupt nicht, dass ich irgendwas gemacht habe. Ich habe komplett original aus. Du setzt dich rein und drehst einen Schlüssel oder zwei. Und noch den Wahlhebel und den zweiten Wahlhebel. Nee, der geht ja, wir haben den ja fixiert jetzt. Ah, ja. Also das Video kam noch nicht. Das ist noch nicht ganz fertig, das Video. Okay. Also mit dem Pass auf, wir klären das auf dem Flugplatz. Okay, wir klären es. Wir klären es auf dem Flugplatz. Ihr werdet abstimmen, Optik, Leistung, alles. Aber da müssen wir auch auf die Eisdiele. Wieso? Ja, Optik. Da hat er verloren. Sicher. An der Eisdiele. Die Mädels stehen auf die Farbe. Die Mädels ja, stehen auf die Farbe. Ja, was für Mädels. Was hast du denn jetzt da gemacht? Ja, komm, gehen wir rein. Ja, da hat er viel gemacht, der Raphael jetzt hier. Was? Wohl letztes Mal war hier was? Was da waren die ganzen Autos hier drin gestanden. Können wir das mal vielleicht einblenden, wie das mal, oder irgendein kurzes Stück, wo man, da war der 190 noch auf der Bühne. Genau, und hier waren die Regale, die Hochregale. Stimmt, also die stimmt. Die schweren, tollen Teile. Auspuffanlagen, Eisenbahn. Ja, die ganz gefragten Auspuffanlagen, wo es nirgends mehr gibt. Und ist der Prüfstand? Ja, aber ich habe ihn noch nicht in Betrieb genommen. Aber ich habe noch kein Kabel geholt. Ja, aber jetzt nehmen wir das mal im Ernst. Wir haben ja auch noch mal so uns den Kopf zerbrochen wegen Prüfstand und so. Aber das Ding ist schon mega. Ist mobil. Machst du es an beide Achsen. Das Materialmord fährt ja auch denselben. Ja. Oder nicht die Marke vielleicht, aber, so vom aber die gleiche Technik. Ja, vom System. Der hat sogar alle vier Räder, oder? Nee. Doch, der hat glaube ich vier Stück, ja. Du hättest sie auch vier Stück bestellen können für Allrad, aber mein Budget war nicht. Was kostet so eins? Da gab es ein bisschen Rabatt und hier und da. Aber normal ist Liste kostet sowas? Liste war glaube ich, hätte das glaube ich jetzt um die 36 gekostet. Ach krass, so viel. Ohne, weil es aus Finnland. Also netto? Netto quasi ja. Gesehen. Weil von Gewerbe zu Gewerbe ist. Also ich finde es nicht. Aber du könntest jetzt vier Stück so machen? Du kannst vier Stück. Und dann hängt das Auto komplett in der Luft? Hängt es komplett in der Luft. Mit den Dingern? Ja, da passiert nichts mehr. Du hast keinen Reifen. Ja, das ist halt der Vorteil, du hast halt keinen Reifenplatz. Und die Lautstärke von den Reifen. Die Reifen sind die lautesten auf der Rolle. Die sind richtig. Und wenn du dann runter zu ist, dann siehst du, wie eingespannt die sind. Und ich kriege immer Panik. Also ich hätte irgendwie bei Allrad hier Angst, dass das Ding so... Nein, weißt du, wie schwer die sind? Die sind so schwer, die kriegst du... Ja, bewegen kriegst du, die Rollen tun die gut. Ich aber, bin aber, hier, nee, aber das Geile ist, du kannst da vorne machen, du kannst hier machen, du kannst sie rüberbringen. Wir sind hier zur Miete und ich habe gesagt, wenn ich mal umziehe, kann ich alles einpacken, mitnehmen. Sinnvoll. So. Aber super Lösung. Und wenn du nicht jeden Tag irgendwas machst, schiebst du in die Ecke rein, fertig, hast du eine Halle, kannst du halt den nutzen. Aber ich finde es nicht schlecht. Ja, da muss ich noch Banner reinmachen und keine Zeit gehabt. Aber schön gemacht. Auch mit dem Boden und so. Ja, viel Arbeit. Ja, aber hat sich gelohnt. Deswegen habt ihr diesen Sommer auch nicht viel von mir gehört. Lässt du das mit der rohen Wand da drüben so? Das ist cool irgendwie. Das bleibt so jetzt. Wir haben auch keine Lust mehr. Und hier sind deine Projektgeschichten mehr, oder? Ja, oder auch? Ja,
da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, das ist ja so ein 400E. Den haben wir auf E50 Motor umgebaut mit Kompressor. Den? Genau. Das habe ich vor letztes Jahr, habe ich mal im Januar, Februar ein Video gemacht mit Albrechts Kompressor und sowas. Okay. Und der hat jetzt auch einen Kompressor bekommen. Und du hast E50 gemacht daraus? Ja. E50 auf dem 210er, ja. Und Kompressor. Okay. Aber so ein Oldschool-Kompressor mit Gutachten. Okay. So. Guck mal, siehst du? Und du siehst gar nichts. Luftfilter ist drauf, Magnetkupplung. Eigentlich. Du hörst nichts. Ach, eigentlich muss ich nicht immer eintragen. Wir albern nur rum. Also. Das war jetzt zu laut gedacht wieder. Und auch du hörst gut. Gar nichts. Das funktioniert so geil. Du hörst nicht, dass ein Kompressor drin ist. Und was hat der an Leistung? Also 430er, oder was? 430, ja. Der Kit bringt immer so 50 bis 70 PS. Also so ein 55 bringt dann so 430 ungefähr. So ein 5, wenn die 350 haben, 360 haben. Aber gut, den könnt ihr beim 500er, ist auch der? Nee. Doch, immer der gleiche. Aber bei deinem 500er war der? Nee, bei mir ist ein anderer. Ja, eben. Du hast ja deinen Kompressor in der Seite. Ich hab den an der Seite, ja. Okay. Da gab es sowas nicht. Ich habe mit Holzplatte angefangen. Mit Schablone, Holz, Karton, Pappe. Wir sind schon länger in Kontakt, gerade was den 211er betrifft. Da brauchen wir auch ein Kit, dass wir da ein bisschen Leistung kriegen. Gerade wegen dem 280er. Die C-Klasse 202er. Was ich Ach so, ja. Da brauchen wir noch was. Kit. Aber da bin ich wirklich am Überlegen, ob Turbo oder Kompressor. Was willst du denn? Was ist denn dein Ziel? 400. Ja, aber willst du jetzt. Der 190er ist zum Beispiel wie ein Sau. Du hast das Gefühl, du fährst einen Sau. Oben rum und so. Ist mir eigentlich fast Willst du so einen Punch oder willst du wirklich so drehen? Nee, eigentlich vom Fahren her, so Alltagsfahrten, ist der Kompressor für mich angenehmer. Dann ist Kompressor geiler. Weil dann bleibt das Charakter wirklich so, aber oben rum steigert sich mal die Leistung. Wäre mir fast lieber. In so einem Band setzt, ne? Ja, kommt im gleichen Lader eigentlich. Und ein AMG-Paket haben wir ja schon. Ein Original. Muss man nur runterkriegen zu uns. Wenn ihr mal mit dem leeren Hänger zufällig hier von Dortmund runterfährt. Mach ich ja schon wieder was klar, sie sind nebenbei typisch. Weil wir lassen ja den Hänger hier, wir waren ja heute ohne Hänger, weil wir noch ein, zwei Besuche machen. Aber falls jemand mit einer leeren Anhängerkupplung hinten dran hat und irgendwie da runter. Und den Hänger mitnehmen kann. Den Hänger und Auto mitnehmen würde. Oder vielleicht kauft er auch bei uns einen Hänger irgendwo in der Gegend, weißt du? Ja, wer weiß. Ja. Was ist, aber da drüben habe ich auch einen geilen Umbau gesehen. Der 202er auf der Bühne. Ach so, ja. 202 auf der Bühne, ja. Der 55 Kompressor ist drin, ja. C43. Aber das war Original C43? War Original C43. Ich habe lange im Besitz schon. Und die haben jetzt 55 Kompressor reingesetzt. Und wir haben die Elektrik gemacht. Aber nochmal würde ich es nicht machen. Ah, du machst die Elektrik jetzt noch? Wir haben jetzt die Verkabelung, weil das war ME 2.0 und jetzt musst du 2.81. Kennst du erst. Und dann bist du wirklich ein bisschen bekloppt bei. Gut, dann gehen wir mal rüber. Das Auto angucken. Das ist so wirklich 90er Jahre. So war das wirklich in den 90er. Was hat der Serie? 357 oder was hat der? Die D50 hat so um die 350. 350. 50. Und da jetzt? Da ist jetzt so ein alter. Genau, alter so einer war ja jetzt auch bei dem genau, 500er drin. In der Größe. Und aber der bringt der mehr. Der hier? Ja. Das ist der kleinere, bei mir ist der größere. Okay, was bringt der? Der bringt jetzt 70. So 50, ich denke mal jetzt bei mir 50, mit der 11er Verdichtung wird das noch ein bisschen besser sein. Okay. Also die wird so 0,3, 0,4 bringen. Vielleicht 0,4, 0,5, wer weiß, bei höherer Drehzahl. Also ich habe ja den Kit zuerst bei mir drin gehabt, das war mein erster Kit. Yeah. Dann war mir das zu schlapp und habe umgebaut auf den anderen. Mit dann hinterher 0,7, 0,8 gefangen. Genau. Aber jetzt will ich wieder alles umbauen. Ja, aber den mit 0,7, 0,8, den tust du zur Seite, den brauchen wir ja noch. Ja, weil ich will jetzt im V einmal. Richtig im V. Ach so, das was wir besprochen haben. Das muss. Da muss man so richtig Drehmoment aus. Da muss man auch wegreisen. Einmal, ne? Ja. Da muss man euch mal mitnehmen. Da gibt es, in einem bestimmten Land gibt es da schon ein paar richtig gute Leute, die das schon als. Ja, gibt schon richtig viele. Hier haben wir auch noch 5-Gang reingemacht mit den Schaltwippen. Okay. Das mit 7226. Ist es deiner? Nein, es ist vom Kunde. Der wollte den umbauen. Nur jetzt durch die ganze Renovierung hier, da, dann hat sich alles ein bisschen verzögert. Wir kamen echt nicht hinterher dieses Jahr. Schön. Da permanent irgendwas. Geht mal rüber. So ist es, geht auch 202er mit E55 Kompressormotor. Ja, aber es
Ist aber auch so ein Lieblingsmotor, ne? Von vielen. Ja, ist einfach, ne? Ist ein guter, einfacher Motor, der Leistung bringt, wo schnell mit kleinen Mitteln noch mehr Leistung rausholst, und deswegen ist das schon geil. Und vor allem dieser Drehmoment-Punch aus dem Keller, der ist so richtig. Das ist der Motor für dich jetzt, Nico, in dem weißen. Ah, ja. Was hat der denn? 12er. 12er haben wir. Nee, ich hab doch einen. Ach so. Er ist ja mitgefahren, er fand es ja auch cool, wie der geht. Und hier ist er sogar noch leichter. Stell dir das mal hier drin vor. Ja. Aber der ist Serie noch wahrscheinlich, ne? Ja, das heißt noch Serie. Aber was kosten die Motoren? Kriegst du noch auf dem Markt so? Nee, sind teuer geworden. Echt? Also 7, 8 Millionen muss mindestens rechnen mittlerweile. Das ist aber auch wieder scheiße, da hast du den Rest wieder nicht, ne? Wenn du nur einen Motor kaufst. Ja, hat er Getriebe mit umgebaut? Ja. Also ist auch ein 2.11er? Ist auch ein 2.11er. Passt 1 zu 1 rein. Diff und so alles? Diff ist 43, das ist schon groß. Du kannst noch vom CLK 55, ist noch ein bisschen größer. Okay. Also du brauchst einen Motor, Kahlbaum, was Schläuche und so, sonst passt eh nichts vom 12er. Und das Problem ist ja, das Ganze muss ja umstricken. Das ist ja eigentlich ein ganz anderes Steuergerät, was... Dafür wird es bei BMW wieder einen Kabelbaumadapter geben. Gibt es halt bei Mercedes. Bei Mercedes gibt es dafür so Schalthebel, die man dann... Ich bin da voll verwöhnt, ich bin da komplett am Arsch, was BMW betrifft. Weil es einfach wirklich Plug and Play alles ist, ne? Und bei den Kisten... Ja, aber das ist doch gut für uns. Stell dir mal vor, es gibt alles Plug and Play. Für dich ja, für mich scheiße. Warum? Ja, weil... Du hast einfach nicht auf mich gehört. Ich kann sowas nicht sehen. Ich kann sowas nicht sehen. Der andere Kollege ist farbenblind, der kann ich auch nicht, den brauche ich auch nicht dran stellen, weil der sagt auch, ist alles grau. Auch wieder ein 500er. Erste Hand, 80.000 gelaufen, richtig schönes Auto, hat aber ein bisschen öltechnisch, sieht er nicht so gut aus. Aber der sieht so wirklich so aus. So ist er richtig sauber, der hat nur irgendwie scheiß Öl gefahren. Echt? Ja, ist schon ein bisschen Ablagerung drin. 2014 hat er das letzte Mal gestartet gehabt. Hat er ihn gebracht, wieder zum Leben erwecken. Ach, der stand jetzt ewig. Der stand ewig und jetzt hat er ihn gebracht, hat gesagt, letztes Mal habe ich gestartet 2014. Überlegt. Okay. Jetzt will er ihn wieder aktivieren. Ja. Aber wirklich komplett unverbastelt. Nirgendwo was dran gemacht, also richtig schön. So. Jetzt aber zum Motor. Unsere Teile. Du größtenteils deine Teile, deine Nockenwellen. Willst du mal anschauen? Oder? Ja gut, zahlt sie auch dafür. Ist nicht fallen lassen. Siehst du? Kein. Das ist alles nur vom Feinsten, alles neu. Also unser Umbau ist ja jetzt praktisch vom 4 Liter auf 6 Liter Umbau. Das ist, eigentlich bauen wir den Motor ja zuerst mal auf 5 Liter um. Wir überspringen die 5 Liter. Ja, aber vom Bohrungen her sind sie auf 5 Liter. Nein, über. 5 Liter hat 96,5. Ja. Und wir haben jetzt 100er Bohrung. Okay. Also wir sind am Übersprungen. Aber der Block ist gut, weil der geschlossen, also ein Close-Deck ist. Ja. Und den kann man gut zum Bohren nehmen. Okay. Und der musste jetzt 4 mm über 4 im Durchmesser. Das heißt, wir haben dann andere Kolben, wir haben andere Pleuel, andere Nockerwelle, andere Nockenwellen, andere Kurbelwelle. Jetzt ohne die Kurbelwelle. Lass mal die Kurbelwelle weg, weil die ist ja vom 560er. Ja. Wie viel wird der als Hubraum bringen ohne die Kurbelwelle jetzt so? 5,2, 5,3? Ja, sowas in den Dreh. Und mit der Kurbelwelle auf 6 Liter? Genau. Also nur die Kurbelwelle wird 5,6 bringen. Mhm. Und mit den, also 5,4 wäre das dann eigentlich. Okay. Weil die Kurbeln bringen 4,5. Ist der eigentliche Motor genauso aufgebaut? Genau gleich ist das auch. Mit diesen Komponenten im Prinzip. Die Nockenwellen haben wir nachfertigen lassen. Mhm. Kolben. Kurbelwelle, alles nachfertigen. Das Ding ist ja das, dass ich dann hinterher zum TÜV fahre mit dem Auto. Hat der AMG auch eine andere Bremsanlage? Nein. Auch dieselbe? Ich habe auch Gutachten da. Also. Für den Motor? Ja. Weil wir wollen den ja eintragen. Ja, ich habe alles da. Kannst du sauber eintragen, richtig legal. Gut, dann kannst du hier gleich eintragen. Ich weiß jetzt nicht, was sie zu den 20 Zoll sagen und zu den ganzen... Das mache ich. Bei uns. 19 aber wahrscheinlich, Zoll. Wahrscheinlich wollen sie dir den Motor nicht eintragen, weil sie sagen, nee. Nee, 19 Zoll, trag mal ein. Kriegt ja auch Fahrwerk, zuerst mal Luftfahrwerk. Wir wollen gucken, aber jetzt nicht 0 Bar auf dem Boden, sondern Piano jetzt. Warte doch mal. Willst du die Autos noch mal fahren? Ja. Oder nur angucken? Auch angucken. Aber auch fahren. Und dann will ich den Motor eintragen, gerade mit dem 6 Liter, dass alles auf safe ist. Ja, es geht, das ist kein Problem. Geht. Aber brauchst du überhaupt ein Gutachten? Ja, muss ja. Ja, es ist auch aber ein bestehender Motor.
Nee, den 6 Liter gab es ja nicht. Doch. Viel. Ja, zum Schluss 94 oder so. Ja, 95, ja, aber das... Kostet übrigens 200.000 Euro. Das und bis jetzt kann mir keiner beweisen, dass er wirklich einen richtigen, echten irgendwie hat. Also das ist voll schwer nachzuvollziehen. Ob das ein echter ist? Ja, in den Datenkarten steht ja nie wirklich so. Manchmal steht dann Technikpaket und dann steht doch Motorpaket und dann ist wirklich ein echter. Aber das steht dann unten? Nee, in der Datenkarte. Oder oben? Das weiß ich nicht. Im Fahrzeugschein? Nee, nicht im Fahrzeugschein. In der Datenkarte bei Mercedes. Ach so, okay. Aber so wirklich... Meistens hat immer in jeder eine Rechnung dabei von AMG. Okay. Also. War der E60 auch so, dass du wie den 190er von Mercedes geholt hast, zum AMG hingestellt hast? So kenne ich das. Ja. Es gab wohl welche, aber ich habe selbst noch nie einen gesehen. Aber du hast schon mal ein E60 Video gedreht? Ja. Weil das war ein Originaler. Das soll ein Originaler sein, aber das, wo steht in der Datenkarte auch nichts drin? Naja, okay. Wo steht denn das? Gefällt dir? Guck mal, wie schön man streicheln kann, so ein Ding. Ne, sieht richtig gut aus. Da siehst du die Kolben. Und jetzt leider ist schon zusammengebaut. Hätte ich die Kurwelle, Pleuel, alles gezeigt. Ne, ja, gut, alles gut. Schaltpleuel reingemacht. Im Prinzip baust du ihn jetzt zusammen, ne? Ja, jetzt... Setzt du zuerst einen Block ein oder tust du denn zuerst komplettieren draußen, und ersetzen? Draußen wird alles zusammengebaut. Okay, alles. Dann nur noch Wasser, Lichtmaschine, alles wird nur reingesetzt. Okay, okay. Das meiste, was ich Zeit gebraucht habe, war die Köpfe. Ich habe die Köpfe von Hand gemacht. Also da musste ich einer echt gerne haben, wenn er das von Hand macht. Scheiße. Stimmt, du hast mir Bilder geschickt. Die Kanäle von den Bilder können wir ja eigentlich. Du hast mir Bilder geschickt, gell? Ja. Dass du die Köpfe da jeden Abend nochmal ein, zwei Stunden. Jeden Abend, oder irgendwann einen Abend habe ich dann Fräser. 3-4 Stunden gemacht und dann habe ich gesagt, boah, ich drehe durch, ich habe keinen Bock mehr. Nie wieder mache ich das. Ja, ich habe sie gleich gesagt, schick sie weg. Ja, ich muss mal ein paar anrufen, die das machen. Ja. Cool, ich freue mich. Bei dir kann man das, filmst du das beim Zusammenbau und Einbau und den ersten Start? Ich habe doch keine Kamera mehr. Ich probiere es selber. Mach doch hier, so. Meinst du? Mhm. Was soll ich probieren? Das Geile ist, überall wo du hinguckst, guckt die Kamera mit. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch bei uns Videos machen selbst. Aber ich will nichts hören über Ton, über Bild oder sonst was. Also die Qualität. Ja, das wird irgendwas. Ich glaub, das ist bei dir auch zweitrangig. Bei dir geht es ja wirklich um Technische, ne? Ja, gut, Marius ist ja viel unterwegs jetzt muss ich alleine, aber der war probier ja mal. Auch bei uns jetzt. Er macht seine ganzen Projekte. Jeder schläft ein bisschen ein, ne? Ich? Ja. Nee. Das war heute. Ich guck nur, dass es nicht wackelt. Ah, okay, das ist also Stabilisierung. Genau. Ja, Kopf ist Stabilisierung, Ausgleich. Austarieren. Nee, okay. Freue mich. Aber wenn du da, ich besorge dir wirklich diese Kopfkamera. Das ist nur blöd. Also wenn du es ungeschnitten reinmachst, ist halt blöd, wenn jetzt zum Beispiel eine Schnecke vorbeiläuft und du den hier machst. Nein, ein bisschen was schneiden müssen wir. Okay. Ist ja alles dann drin. Nee, aber wäre cool, wenn du das machen würdest und auch noch cool den ersten Start dann eventuell. Mach ich. Dass man es dann bei dir zum Beispiel sieht und dann kommen wir ihn ja wieder abholen. Wird das fehlen. Und dann geht es bei uns weiter. Kannst du deinen Prüfstand auch einweihen? Ja, ich muss endlich mal ein Kabel holen. Ich muss ein Kabel holen und eine Absaugung. Ich bringe ein Kabel mit. Ich brauche von, ich tue vom 32 Ampere auf 60. Nee, das darf ich gar nicht sagen, weil das geht gar nicht. Ich muss Adapter bauen. Und Absaugung muss ich noch machen. Ich muss ja irgendeine Absaugung machen, sonst ist es kaputt. Ja. Da war ich noch zu faul. Außer du duschst relativ weit nach außen, lässt Tor offen. Ja, ich muss gucken, ich kam nicht dazu. Er ist jetzt seit 3 Wochen stehen. Ja, aber cool, dass du es jetzt hier drin hast, weil kannst halt relativ schnell testen. Ne? Ja, jetzt geht alles so ein bisschen nach und nach. Jetzt hat sich vielleicht, also wenn du mit dem Motor fertig bist, dann machen wir den entweder hier. Wie soll ich denn testen? Du hast keinen Stoßdämpfer drin. Doch, ich habe ein Fahrwerk im Kofferraum. Dämpfer sind drin. Also im Kofferraum. Ja, im Kofferraum sind die. Ja. Ich habe sie ja mit reingelegt, falls du sie brauchst. Aber mit den Rädern kannst du eh nicht fahren. Nee, will ich auch nicht fahren. Ja, daher. Aber einen Prüfstand brauchen wir beim Abholen. Ja. Entweder dein oder wir fahren da irgendwie zu jemand hin. Ja, wir machen schon was, auf jeden Fall. Weil wenn er beim Prüfstand kaputt geht, dann ist er noch hier im Toleranzbereich. Ne? Bei ihm heißt es immer 20 Kilometer Umkreis ist Garantie. Hast du was von Einfahren gehört? Ja, wie Einfahren? Nichts Einfahren. Mal Einfahren. Ah, okay. Ist weißt, ja bring mir ein Auto ohne Auspuff und sagt, er will Prüfstand. Ja. Bring mir ein Auto ohne Stoß hin, weil er sagt, er will Prüfstand. Die Abgasanlage nicht mehr. Aber die Katzen doch noch bei dir. Vom 500D. Die kann man ja reinmachen. Die können wir reinmachen. Da fehlt mir nur noch der Mittelschalldämpfer. Weil einen Endschalldämpfer habe ich da. Und der passt. Das ist ja die Race-Version von Eisenmann, ja. Die wir beim 500 gehabt haben. Das Blöde ist,
dass du einen Ausschnitt bräuchtest an der Stoßstange. Aber du kannst die Rohre schon wegflexen. Soll ich wegflexen? Ja, wir machen da eh andere Endrohre hin. Flexe die weg und dann schmilzt die Stoßstange. Nein, ich mach schon was. Du hast bestimmt noch so ein Endrohre. Ich hab mit Dieselrohre. Ich hab auch Diesel beim 500er, ja. Diesel. Aber ich bräuchte die scheiß Endrohre, wo so runtergehen und dann so die AMG beim 210er sind die, ne? Ja, so hab ich, ja. Hast du Rohre? Ja, aber die sind nicht schön. Nein, die sind nicht schön. Die sind so komisch eckig, die sind nicht so. Nein, ich mag schon die Oval, die hast du bestimmt auch. Du darfst doch meine. Ich leg sie dir mit, ich leg sie in den Kofferraum. Dann sind sie drin. Also gut, wir machen jetzt weiter. Vielen Dank, Rafa. Gerne. Wir hören uns auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen, wirst du von mir gestalkt. Ja, machen wir zweieinhalb, drei. Zwei ist gut. Okay, ciao. Ciao.